PEGI 18. Servus Grüezi und moin moin, herzlich willkommen zu Resident Evil. Wir haben Diamant, blauer Edelstein, den haben wir das letzte Mal gefunden, beziehungsweise dadurch, dass wir die Statue zerstört hat, dann und so weiter, ne? Und wir probieren jetzt das hier anzuwenden. In diesen kleinen. Das sollte sich eigentlich genau ausgehen. Der Schänder des verfluchten Sarges. Und das verwenden wir jetzt hier. Der Schänder des verfluchten Sarges. Tja, das ist jetzt aber deprimierend. Dass wir den Edelstein jetzt hier nicht reinstecken können. Alter, was für ein Abfuck wieder. Boah, ne. Ey. Scheiße, jetzt wissen wir es erst recht wieder nicht, wohin. Boah, Mensch, ey. Ich dachte, das ist so wieder ein Lichtblick im Horizont, aber nee. Das ist wieder nur Scheiße, ist das hier. Boah, krieg ich zu viel, ey. Fuck, Mann. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist blöd. Scheiße, ey. Scheiße ist das einfach nur. Richtig scheiße, ich weiß auch nicht. Was haben wir denn noch? Die Hundepfeife, die haben wir noch. Aber welcher Balkon soll das sein bei der Hundepfeife? Ist das hier der. Ist das hier dieser? Aber es. Das ist blöd, weil wir kommen hier halt nicht rüben hin, ne? Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was auf dem Zettel drauf gestanden war. Scheiße. Kamera ist auch ein bisschen verstellt, so. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen auf den Balkon und probieren die Hundepfeife aus. Ich dachte, ja, wir müssen alles probieren, was geht. Wir haben nur mit die einen Optionen. Munition dürften wir genug haben. Falls es nur ein Hund ist, ne? Sollte aber so sein, also. Okay. Falls ihr euch wundert, warum ein Cut drin ist, ich war schon auf Klo. Ich war sehr schlecht vorbereitet. Ich kam hierher, dachte mir, ja, jetzt setzen wir uns hin. Diamant, ich brauche jetzt noch nicht auf Toilette gehen. Ja. Und dann war das dann doch nichts mehr mit dem scheiß Diamanten. Jetzt muss ich dann schnell auf die Toilette. Okay. Frage ist jetzt, wo wir das machen am besten, ne? Irgendwo, wo es sehr zugänglich ist, wo wir auch flüchten könnten, falls es der Fall sein sollte. Oder hier, wo wir uns heilen können. Wir haben ja eh gerade gespeichert, deswegen lass uns doch einfach mal hier das ausprobieren. Okay. Kommt schon was. Sind das zwei? Oh, scheiße, Mann. Einer ist mal down. Scheiße. Hallo. Hat die. Haben wir nichts ausgerüstet? Doch, haben wir. Junge Frau. Nehmen Sie bitte irgendwas jetzt in, Mhm.
Ey, was ist denn jetzt los gewesen? Was hat die denn jetzt für ein Problem gehabt? Oh Mann, ey. Scheiße. Ja, hab übrigens nochmal geladen. Ah, gespeichert. Dachte ich mir nur so, ja, gut, warum auch nicht, ne? Genau, und dieser Kanister hat kein Kerosin mehr drin. Das ist auch blöd. Warte mal. Weißt du, was wir machen könnten? Eigentlich die Schrotflinte verwenden. Auch wenn wir da jetzt nicht so viel Munition für haben. Aber das könnte man probieren. Nadelstein legen wir auch einfach mal ab. Erstmal. Erstmal ablegen. Nee, ist es gut, wenn wir nur die Schrotflinte mitnehmen? Ja, ist ja nicht egal, ne? Das brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Naja, gut. Dann rüsten wir die mal aus. Und dann schauen wir mal, ob wir es leichter tun. Mit den Hunden jetzt. Wird wahrscheinlich eh so sein, ne? Ich nehme mal an. So eine Scheiße, ey. So. Ich vergesse immer den Weg. Obwohl wir hier jetzt schon so oft vorbeigelaufen sind. Ich glaube aber, die Position am Balkon ist nicht so schlecht. Kann ich mir gut vorstellen, weil erstmal ein Hund kommt. Vielleicht haben wir mit der Schrotflinte mehr Glück und wir kriegen gleich einen auf einmal. Und dann haben wir eh Kraut da. Mit dem können wir uns dann eh heilen. Instant. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Ich dachte gerade, wir haben die Hundepfeife. Ja. Okay. Das lief gut. Hundehalsband mitnehmen, ja. Das lief erstaunlich gut. 4 Kugeln haben wir verbraucht. Das macht aber nichts. So, was war jetzt da? Halsband. Prüfen. Das sieht hier irgendwie komisch aus. Können wir das irgendwie verwenden? Prüfen. Untersuchen. Da ist ein Schalter betätigen, ja. Okay, was ist denn hier? Eine Münze war im Halsband verborgen. Mit einem Knopf oder so. Ach, eine Rüstung. Ah. Schlüsselimitation. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist aber nicht steif genug zum Umdrehen. Ist eine Schlüsselimitation. Brauchen wir die Hundepfeife noch? Da steht immer wahrscheinlich. Also wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir die nicht brauchen? Okay. Wir gehen hoch zum
Ding mit den Rüstungen. Hier unten ist die Kiste, glaube ich, ne? Dann können wir vielleicht mal wieder wechseln. Auf, hier. Pistole. Ist, glaube ich, kein Fehler. Speichern brauchen wir jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Vermutlich. Man weiß es ja eben nie. Man weiß es ja eben einfach gar nicht. So. Also. Nee, brauchen wir eigentlich. Erstmal nicht. Okay. Ausrüsten. Passt. Dann mal los. Hier oben war auch noch ein Kerosin-Ding, ne? Hier drinnen. Oder war das drüben? Ist egal. Ne, das war unten sogar. Das war sogar noch unten, ne? Unten war das. So. Jetzt gehen wir hier rüber. Hier rein. Ne, falsche Richtung. Hier rüber, hier rein. Und gehen einmal durch. Ja, aber das war klar, ne? Das war ja klar. Dass wir den an der Backe haben. So. Und jetzt folgende Idee. Wir nehmen den Schlüssel raus und legen die Imitation rein. Weil es kann einfach eigentlich nur Frieden im Tod finden. Das kann eigentlich nur dieser Schlüssel sein, ne? Weil der sieht eigentlich fast gleich aus. Hausschlüssel mitnehmen, ja. So. Jetzt kommt das Zeug auf uns zu. Müssen wir jetzt ruhig bleiben. Und das Gerät hier drüben. Ein Symbol vor der Rüstung eingraviert. Gut. Und jetzt müssen wir eine Schlüsseldimension verwenden. Und somit haben wir einen Hausschlüssel mit einem Rüstungssymbol drauf. Ist doch super, oder? Jetzt müssen wir nur noch die Rüstungstüren wieder finden. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Was ist denn mit dem los? Jetzt haben wir den Rüstungsschlüssel und dann ist hier nichts mit Rüstungen und so, ne? Wir müssen aufpassen, ne? Steht der hier noch im Gang? Kann sein, wa? Ups. Den haben wir vergessen. Der ist weg. Ach, jetzt steht der auch auf, oder was? Was, der läuft? Alter, mach mich nicht platt jetzt hier. Seit wann läuft denn so einer? Was ist denn mit dem falsch jetzt? Okay. Das hier rein war wahrscheinlich die falsche Entscheidung, was? Ich muss erst mal probieren, wo ich jetzt diesen Schlüssel verwenden kann auch. Das muss ich erstmal testen jetzt. Das muss ich erstmal testen. Okay, Rüstungssymbol. Hatten wir, glaube ich, am rechten Flügel. Sehr häufig, gerade hier. Und hier. Wir haben jetzt einiges zu testen, glaube ich. Auch hier haben wir Rüstungssymbole, ne? Hier vorne zum Beispiel. So, wo kommen wir hier rein?
Schloss hier drauf. Zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Okay. Was haben wir denn hier? Okay, das sieht interessant aus. Hier ist mal auf jeden Fall die Tür. Hier drüben haben wir nichts soweit. Hier ist ein Flügel. Eine Flasche am Boden. Eine Bar. Ein kostspieliger Flügel. Ja. Da haben wir auf jeden Fall nochmal ein Farbband. Das nehmen wir mit. Und hinter die Bar kommen wir nicht rein. Es dürfte aber hier noch was versteckt sein. Weswegen ich nochmal ein bisschen nachgucken muss. Wohin ist aber die Frage? Ach, hier. Aha. Okay. Ich dachte schon, ein verdächtig großer Kasten. Und hier oben haben wir eine Akte, oder? Notenblatt mitnehmen. Ja, was haben wir hier noch? Da haben wir sonst nichts mehr hier. Okay. Können wir das Notenblatt hier verwenden? Prüfen. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Okay. Bringt uns jetzt aber hier in dem Sinn nicht viel, oder? Aber dass hier nichts mehr ist, das wundert mich eigentlich. Eine hölzerne Theke aus Eiche. Sie riecht angenehm wie ein guter Wein. Da, es muss hier noch irgendwo was sein. Aber was? Da ist ja auch nichts mehr, ne? Hätten wir den Schrank nicht ganz zur Wand schieben sollen? Eher hier raus? Wäre das besser gewesen? Was könnte denn hier noch sein? Was könnte denn hier noch sein? Ein kostspieliger Flügel. Dann haben wir hier das Haus. Zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Dann haben wir hier die Bar, eine hölzerne Theke aus Eiche. Hier liegt leider dieser Barhocker am Boden. Ein kostspieliger Flügel. Dann haben wir Notenblätter gekriegt. Für was auch immer. Und den Kasten können wir nicht mehr ziehen. Ach, scheiße. Da haben wir wohl was übersehen wahrscheinlich. Aber da... Ich sehe da auch nichts mehr jetzt. Es dürfte hier noch was sein, aber... Kann ich jetzt gerade nicht erkennen, was es sein könnte. Okay. Naja, gut. Das war nicht so gut. Was können wir denn oben noch probieren? Hier zum Beispiel. Wo müssen wir hier lang, dass wir hier rüberkommen? Können wir gar nicht, ne? Doch, können wir wohl. Müssen hier rein. Wir müssen hier rüber, wo wir von oben. Aber da ist fast besser, wir gehen von oben runter, ne? Wenn man hier jetzt in einen großen Saal geht und von oben runterkommt,
dann müssen wir nicht durch den Raum wieder, wo unsere zwei Zombies waren, da wo der eine gelaufen ist. Und das muss ja auch nicht sein. Weißt du, seit wann wird denn auch hier gelaufen, ne? Das ist ja auch wieder was ganz was Neues. Aber wir probieren jetzt, glaube ich, zuerst mal die rechte Seite. Die rechte Seite ist ja auch ja ganz gut, ne? Hier zum Beispiel. Ach, ein Helmsymbol. Ja, war doch klar. Boah, fuck mich das ab, ey. Ist hier unten auch Helmsymbol? Sonst gehen wir hier mal lang. Rechts und links nehmen. Aha. Ach, hier brauchen wir die Diamanten. Ich muss mir gerade das eben aufschreiben. Wo habe ich jetzt den Zettel hier? Ja. Diamanten. Unten. Im Hauptraum. Gittertür. So. Okay, die brauchen wir anscheinend hier. Sehr gut, wissen wir das auch. Hat sich ja direkt gelohnt, ne? Dann können wir ja auch eigentlich... Wenn wir rechts rüber gehen, müssen wir beim langen Gang vorbei, wo der Hund kommt, ne? Dann gehen wir jetzt oben mal die Runde. Und wenn das hier nicht ist, ich muss hier gerade mal kurz was machen für ein Thumbnail, weil wir jetzt gerade, ist mir gerade nichts eingefallen. Weil wenn nichts passiert, dann können wir auch kein Thumbnail nehmen. Wenn hier nichts passiert, so. Was haben wir denn hier jetzt für Räume? Das rechte Seite können wir, glaube ich, eh alles. Und hier. Super. Es kommt langsam so in die Richtung, dass wir weiterkommen. Ah, schön. Okay. Ja, okay. Noch finde ich es gut. Wir haben ziemlich viel Scheiß dabei, ne? Können jetzt eigentlich... Wenn wir was Wichtiges finden, können wir es nicht mitnehmen. So wie hier. Oha. Da ist er, der Granatwerfer. Ich mache hier so, ne? Moment. Weil mir das besser gefällt. Das können wir aber nicht mitnehmen. Das ist ja das Problem auch, ne? Das ist ja auch wiederum das Problem, dass wir das jetzt wieder nicht mitnehmen können, weil wie die Scheiße, weil wir das hier mit haben. Und das hier. Braucht kein Mensch eigentlich, ne? Oh Mann. Was passiert jetzt? Oder ist einer... Oh, das ist sie, oder? Ich muss hier... vorbeilaufen. Sonst kriegen wir die nicht. Oder war gut. Aha. Die steht nochmal auf, wa? Nee. Bist du... Warum? Ich möchte die doch verbrennen, ey. Was ist mit dir? Boah, ey. Leck mich doch am Arsch. Hier hat man noch einen Dolch gehabt. Ja gut, was machen wir denn jetzt?
Erstmal Reload, wa? Erstmal hier Kamera wieder einschalten. Tja. Gut, den können wir nicht tragen. Und die können wir auch nicht entzünden jetzt. Das brauchen sie jetzt nicht. Ist die jetzt einfach tot, oder wie? Kann ich nicht ganz glauben. Aber gut. Da werden wir aber gleich, ach so. Können wir nicht nehmen? Scheiße. Wir haben hier eine Warnung draufstehen. Ja, ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Was gut wäre, wäre speichern. Und vor allem müssen wir hier nochmal raus. Das Problem ist jetzt aber, ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal aufsteht oder nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt mal für heute Schluss machen werden. Geh mir mal raus hier auf den Balkon, mir Ding holen, ne? Heilung. Und speichere dann nochmal. Hallo, Freund. Alter. Leck mich am Arsch. Den habe ich nicht gehört. Den habe ich nicht gehört. Den habe ich einfach nicht gehört. Und jetzt muss ich da ein Messer verwenden. Au, scheiße, ey. Wie kommt der denn hier raus? Verwenden, ja. Sind wir wieder gesund. Okay. Alter, hat der mich jetzt erschreckt, ey. Boah. Wie kommen wir jetzt zu einem Raum, wo wir unsere Kiste haben? Gute Frage, ne? Okay. Ich schaffe das auch alleine. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bleibt gesund und auf Wiederschauen.